Toni? Um die Kiste in den Source aufzumachen, brauche ich Lockpicking über 60, oder? Was für Pins haben die denn? Boah, ich glaube 5 und 6. 5 und 6. Ja, wird schwierig, aber muss es mal hinkriegen. Ja, dann mache ich mir nämlich ein Free-to-Play, der Lockpick kann, stellen ihn einfach da unten hin oder so, weißt du? Also klar, man muss ihn ja einmal zappen, dann kann er die Dinger lesen, ne? Kann er dann auch noch Lockpicken oder kann er das dann nicht mehr? Was nochmal? Also, wenn du kannst doch Du nur kannst mit einem doch nicht mehr. Subbed-Account, kannst du doch. Ja, du kannst nicht mehr stehen, da nochmal lockpicken kannst du. Okay, aber ich muss ihn einmal zappen, damit er die Sachen lesen kann, oder wie? Ja, klar. Du Okay. brauchst ja stehen, um ganz zum Schluss lockpicken zu können. Dazu brauche ich 300 Punkte insgesamt, ne? Also jetzt mal grob. Ja, scheiße. Gut, wenn ich mit dem Spessnert ganz viele Skills wegmache, dann kann ich das schon. Ja gut, das wäre natürlich schon geil, weißt du, dann könnte ich dauernd in den Source auch die Kisten leer machen. Ja. Weil da ist manchmal echt geiler Scheiß drin. Ja. Zwei Spieler die Bandagen nicht ausleeren, ach scheiße. So krank ist, wenn ich zu es gehe, komme ich mit irgendwie 200 Bandagen mehr raus. Was machst du so? Rust. Was? Rust? Ach so, Rust, ach so. Ja. Kannst du auch mal auf unseren Server mal gucken, wenn du Bock hast. Er kann halt geil Sachen testen oder testen rumschießen oder diese Targets aufstellen und ein bisschen Schießen üben und so. Gott, was ist jetzt wieder für eine Nachricht gekommen? Warum geht eigentlich das Kack-Overlay von Discord nicht auf dem scheiß Teams, auf dem scheiß Mortal?
Warte, ich weiß, wenn die Sau. Hat uns aufgesprengt, ist aber nicht. Unser Zeug ist weg, oder was? Ja. Wichser. War schon der Kerl von gestern. Da eine Metalltür weggemacht. Großartiges hier. Wegen so ein bisschen Scheiße hat der TNT verbraten. Er hat eine Metalltür weggemacht und eine Steinwand weggemacht. Das kannst du mit diesen kleinen Explosive-Packungen aufmachen und die brauchen nicht so viel. Weil ist ja keine Panzermetalltür, das ist ja nur eine Shed Metal Door gewesen. Das war doch eine große Double Door, oder nicht? Ja. Ich meine, diese kleinen Ladungen, mein Gott, dann klebst du halt 10 Stück dran. Das ist auch nur 1000 Sulfur oder so, oder 2000 Sulfur. Ja, auf jeden Fall muss da zwei wegmachen und das kostet schon einiges. Und für das, was drinnen war hier, das war ja, Mensch, noch nicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde gelootet hier, weißt du? Ja. Hat sich der Aufwand gelohnt hat? Eigentlich nicht, ne. Ich raff das nicht, dass du hier einfach an den Häusern irgendeinen Scheiß ranbauen kannst. Das geht doch gar nicht. Ja, vielleicht ist der Radius zu klein, weil wenn du nämlich Nein, man hat da rangebaut, da sind 2 Meter. Da, wo er gestern am Fenster war, wo wir gekämpft haben, darunter sind 2 Meter, da steht unser Bauschrank. Okay. Du weißt, okay, ja, egal. Weil es macht Unterschied, ob der Bauschrank im zweiten Stock steht oder im ersten. Da, wo er angebaut hat, ja, wo er drauf stand und unser Fenster eingekloppt hat. Da, Luftlinie sind das 2 Meter zum Bauschrank. Tja, dann Verstehst kein du? Plan. Dann hat er sich noch eingetragen und ich habe die Liste nicht geklärt vom Bauschrank. Doch, haben wir gemacht. Okay. Ja, dann ist es wird's interessant, wie er das geschafft hat. Ich gehe nochmal in einem anderen Haus gucken, ob das geht. Boah, Alter, da war 8 Gold drin in so einem Teil. Ja, das geht. Du kannst an jedem Haus einen Scheiß anbringen. Dann ist es aber ein krasser Bug. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Das wäre fatal.
das für übelst für ein Arsch, ne? Ja, das ist bestimmt ein Bug. Ah, jetzt genau bei diesen Toten kann man auch Essen looten, ne? Ich habe gerade 150 Malus Choose Decoration with Kurva und Cuprum Tea gefunden. Das soll schmecken. Ich weiß es nicht. Da Cuprum dabei steht, würde ich mal sagen, nein. Morgen. Morgen. Wunderschönen guten deutschen Morgen. Man kann auch Essen in den Fuß finden, sonst will. Essen, okay. Endgeil. Ja, ich hab gerade einen Tee gefunden, der besteht aus Malus Juice Decoration with Kurva und Cuprum. Das schraubt gerade einer, ja. Schreibt gerade einer, der Runenkiller. Want to buy a Wolf Seed Cape. Echt wo? Hallo? Im Discord. Im Discord?